von Let's Play Together. Die Kamera war gerade unscharf. Oh ja. Ja, und jetzt retten wir eben, wir sind jetzt hoch im Vierjahreszeiten, weil nicht so wie der Raffi. Wir haben jetzt eben den Auftrag bekommen, das Tablet aufzuretten. Ja. Nehmen wir wieder Raffi, sehr schön. Sehr schön, Raffi ist wieder bei uns. Und hier kennt ihr die noch das andere. Das ist nicht mehr der Bongo-Buschel, das ist der Turbo-Buschel. Er ist etwas stärker. Ja, und er kann zaubern. Ja. Und hier ist es zu. Das müsst ihr, ist, wir sind auf Jahreszeiten. Das müsst ihr mal gucken, wer müsst ihr die Jahreszeiten zu. Schreibt es uns dann einfach in die Kommentare. Wer ist das? Ja. Die kennen wir schon bereits, ja. Aus dem letzten Part. Aber ich würde sagen, wir bauen es selber, weil die Gegner sind etwas stärker. Und das heißt, wenn so ein Pferd gehen wir gleich. Hier ist nämlich das originale Zappler-Dorf. So ein Minion-Monster überfallen. Oh, das ist die Schuhe. Das ist ein kleiner Igel-Monster. So. Gut. Und die können auch ganz schön, die können ganz schön viel hauen. Rein, ja. Oh, ich habe reingedrückt. Mit dieser Attacke da zum Beispiel. Oder die drehen sich noch und dann schlagen sie voll auf. Und sie können sich in die Erde bringen. Das ist irgendwie so Erdliga. Das kann ja. Attacke! Oh, ja, du kannst sie benebeln, wie geil! Kann sie sich nicht bewegen? Dann kann sie sich bewegen. Ja! Schlag zu! Oder auch nicht. Oh, 3 gegen 3 heißt es. Ja, sehr gut. Oh, sind sie mir nicht. Aber sie können sich nicht heilen. Was? Sie können sich nicht heilen. Achso, sie können sich heilen. Nee. Weil das hätte weiter. Das ist ein kleiner interessanter Fight. Für zwischendurch. Mhm. Okay. Wie geht's euch noch gut, oder? Ja. Danke der Nachfrageschiffe. Bitte. Ja, wir haben eigentlich umgebracht. Aber die hauen sich gar nicht so rein. Ich, so, nee. Ich kann die gar nicht getroffen. Mach ich an. Geh weg, du Igel. Ah, der hängt da am Schein fest. Das ist mir auch ein bisschen. Oh, ist alles aus. Das ist zurück. Sie immer am allerwenigsten irgendwie. Macht er nichts. Jetzt siehst du mal mit dem Zauber. Ja. Okay, noch. Ja, das war ja. Ja, ich hab's geschafft. Okay, jetzt können wir. Nein! Der Junge, da kann, du gehst einfach durch, wie willst du. Mhm, das, das böse Licht ist. Ach, was. Diese Zapper können. Die Zapper können jetzt wieder zurück ins Dorf. Ja. Sehr gut, wir geheilt. Wir können ja den Jungen zum Glück heilen mit dem. Ich kann auch Zauber eigentlich. Schrumpfhammer. Achso. Stimmt, der Schrumpfhammer ist auch. Jetzt können wir mal einsetzen, das Geschenk vom Zwergelis. Bertie ist auch wieder mit am Start, der war auch im anderen Zappeldorf. Ja. Zappel, zapp, zipp. Aua, mein Kopf. Ich, Hey, alles in Ordnung? Ja, ich, hey, ich kann mich wieder erinnern. Super. Die Reihenfolge der Jahreszeiten ist des Rätsels Lösung. Okay. Schau, hier ist noch. Muss ich überlegen, wie die Jahreszeit immer losgehen. Ja, das ist richtig. Axt aufhalten. Ja, noch ein Geschenk. Gut. Klauen aufhalten. Ja. Yeah. Jetzt können wir schon bei Raffi speichern. Mhm. Schönes Wetter heute. Ja. Bei uns ist es dunkel, aber. Ist ja auch schon. Sie kann nicht helfen. Wir waren auch heute schon am See spazieren. Mhm. Hier speichern, oder? Ja, speichern. Wir werden jetzt nicht zum Schmiede unsere Waffen verstecken, weil das ist ein Special Trick, den wir rausgeholt haben. Sonst verschwindet der Schmiede, also der Bertie, im. Jetzt müssen wir bloß im Zwerg. Im Zwergendorf. Und das möchten wir nicht. Wir möchten nämlich alle Berties behalten gerne und darum fahren wir nicht. Okay, okay. Ist das Ziel rein? Aber die einmal packen wir hier. Ja, mit denen kaputt. Ne? Die halten auch so viel aus hier jetzt irgendwie. Die sind sehr stark geworden. Okay. Okay. Heißt Frühling, jetzt sind wir im Sommer. Ja. Wir werden einfach gleich durch, oder? Ja, wir rushen gleich durch, diesmal. Rush durch. Ist der Herbst? Sind die Blätter braun schon? Ist die süße Lilienkaus, der ist so cool. Ist voll süß. Ich bin Fan von ihm. Ja. Oder Lashing heißt euch. Oder Kuckuckskern. Nee, ist ein Kauz, ein Kreuzchen. Das ist der Winter. Wir haben vorhin die einen kleinen Zappler. Soll das Rest gelöst sein? Ja, das kam von rechts. Okay, dann oh Gott, von rechts kam es. Rechts. Lauf! Dann können es wir ist rechtsorientiert. Ja, spielst du rechtsorientiert. Was? Ja, wir sind im Kobold. Da, da. Der Kobold sieht dann. Endlich daheim! Hallo Leute? Nanu? Die Stadt ist verlassen. Oh nein, nein. Was ist hier los? Was ist hier geschehen? Oh nein. Das war hoffentlich der Scepter, der geschehen hat. Nee, Scepter ist der Kreis. Das ist der Kreis. Der Kreis.
Ein Hahn. Dieses kleine Vieh, was ich gesehen habe. Das ist das Tornado-Küken, ne? Das ist Zauber, in dem es seine Haare schwingt. Das mag keine Schlammbombe. Schlammbombe. Das Hühnchen kann. Das Hühnchen, ne? Das ist Oh, ich bin verwirrt, da kann ich nicht zaubern. Nein! Nein, das ist jetzt Ockerschub. Oh, das ist ja dein Kopf. Oh, ich schau schon ganz schön krass aus. Na, da bist du zugerichtet jetzt. Los, Schlammbombe! Das ist ein Küken. Oh Gott. Schau mal, das hat irgendwas blauen Flecken. Was ist Wein? Achso. Das hat die Mythos der Mischer wie. Es ist aber böse. Ja. Ja, es ist böse. Es ist einfach. Es ist halt einfach als einfach. Ferdinand. Ferdinand auch wieder mit am Start. Er schwebt nur nicht mehr. Nein. Und weiter geht's. Ich muss dich gleich rein. Ich bin so schnell, als ihr seht. Ja, aber mal rein. Es geht aber auch rein. Ja, zick, zick, zack. Und dann gleich Stein. Super, reicht Level 1. Du warst schon volljährig. Ja. Aber wir sind auch schon dann 18, die anderen beiden. Tip top. Da haben wir den nächsten Kristall und. Opa! Das ist doch. Bist du Steffi? Wer denn sonst? Bist du blind, Opa? Die Truppen des Imperiums haben das Siegel. Imperators steht des Imperators haben das Siegel des Windsamens gebrochen. Dabei haben sie mich so geblendet, das ganze Dorf ist tot. Ermorden worden? Nein, sie sind bestimmt geflohen. Hoffentlich, aber ich weiß es nicht. Ach, Opa. Schon gut. Steffi, schon gut. Steffi, was auch geschieht, wir Kobolde sind ein Teil des Manas. Weder der Mana dahin noch andere Monster können uns etwas anhaben. Allerdings, wenn Mana verschwindet, dann verschwinden auch wir. Dramatisch. Keine Sorge, Opa, meine Freundin und ich werden das regeln. Stimmt, Herr Opa. Ich würde euch ja gerne helfen, aber ich bin alt und blind. Armer Opa. Ist der sympathische Opa. Aber Elektra, die gute Patronin des Windes, wird euch weiterhelfen können. Ihr ruft Alter. Alter. Euler. Ihr ruft Euler. Diese drei sind jetzt deine Meister. Muss das sein? Wo? Elektra stößt dich an. Mit Elektras Analyse-Zauber könnt ihr herausfinden, welchen Zauberspruch ihr den Obschalter im Vierjahreszeitwald verzaubern müsst, um ins Trüffeldorf zu gelangen. Dort soll es einen weißen Drachen geben, der euch hilfreich sein könnte. Aber jetzt geht besser. Gut, Opa, wir gehen dann los. Ihr seid hier immer willkommen, wenn ihr eine Pause braucht. Da, neue Kraft. Okay. Den Speichern. Ja. Dann tun wir noch das Ding. Dann gehen wir noch zu dem Orb und dann seid vorsichtig. Dann trainieren wir. Genau. Hoch. Oh, das ist ganz böse. Das ist schon mal passiert. Dann kann man nicht auf Level 3 trainieren, die Mana-Geister. Das ist Chase. Ja. Wir können den Orb unten noch aufmachen. Ja, genau. Und dann geht's. Dann trainieren wir wieder schön und dann machen wir uns zusammen. Also wir beide und Trippel doch. Ja, alle zusammen. Wir nehmen euch alle mit auf die Reise. Ja. Jeder ist durch das Mana. Ja, genau, jeder. Dann gehen wir ins Trüffeldorf. Ins Trüffeldorf. Pilze. Pilze lecker. Nicht. Nein, Pilze lecker. Nicht. Aber das mit dem Kobold, der tut mir echt sehr leid irgendwie. Aber der Opa hat gesagt, den Kobold, den können nichts anderes, aber trotzdem. Aber alle drei können sterben, so ja. Von daher ist es ein bisschen. Komisch. Diese Aussage ist ein bisschen kritisch. Ja, zu bewerten. Wie seht ihr das? Also, wir sind alle ein Zauber. Mal schauen. Gucken, was die Elektra zu sagen hat. Bam, 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 bam. Trap, okay, steht da noch dran. Ja, Elektras Magie könnte helfen. Man muss es halt erst gedacht. Ja, hätte es gedacht. Wir haben den Orkanschub auf Level 0. Oh ja, sehr schön. Zack, zack, zack. Okay. Okay. Okay, Leute, dann sehen wir uns hier gleich wieder. Bis gleich.
So Leute, wir haben die Magiegeister jetzt alle auf Level 3 gekommen, trainiert. Und jetzt geht's eben zum Trüffeln auf. Genau, und ich schlafe gleich mal schön zum Erdkriecher da. Was? Ich schlafe gar nicht. Cool. Wie man das auch gerade gemacht hast. Gebüsch-Gaming. Angreifen. Eher hohes Gras-Gaming. Wir sind große Gebüsch-Gaming-Fans. Fiends. Fiends sogar. Ja, es ist nicht mehr Fans, sondern schon Fiend. Ja, und eben haben wir so ein bisschen off-camp trainiert gerade. Und sind wir eben so drauf gekommen auf Essen, haben wir eben uns über Essen unterhalten. Ja. Und zwar sind wir drauf gekommen, es gibt so ein Anführungszeichen, ja, ekliges Essen kann man nicht sagen, aber es finden halt viele Leute eklig, wie zum Beispiel, du isst eine Brezel und schmierst halt so eine Nutella oder Nougat-Nusscreme, kann ich irgendwo machen rein oder sowas. Das sind ja auch viele Leute eklig. Aber es schmeckt gar nicht ganz so schlecht, finde ich. Ja. Und dann sind wir drauf gekommen, was gibt es denn noch für Essen? Und es ist uns, haben wir es auch mal ein bisschen diskutiert und es ist aufgefallen. Michi und ich, wir essen zum Beispiel leidenschaftlich gerne Pfannkuchen mit Ketchup. Ist ja gleich wahrscheinlich voll eklig, aber wir lieben das und das schmeckt echt voll super. Ja. Weil normal isst man das ja halt mit Zimt in Zimt. Mit Marmelade. Aber oder mit auch wieder mit so einer Nuss-Nougat-Creme, aber wir finden es mit so pikant irgendwie. Die Füllung, ja. Ich müsste mal probieren, das schmeckt echt Wahnsinn. Ich meine, man isst ja hier Pommes auch mit, wie heißt's? Ketchup. Mit Ketchup. Und ich schmeckt auch auf euren Pizza irgend so Tomatenbelag draus. Also warum soll das nicht schmecken? Ja. Es gibt ja sogar Pfannkuchenpizza, oder? Haben wir das erfunden? Wollte ich ja essen, das hat auch. Das ist mir auch noch eingefallen. Wir haben auch in der Schule mal damals. Ja, okay, so lange ist es auch wieder nicht her. Auch doch schon ein bisschen länger. Da haben wir mal, es war voll eklig, da haben wir Sahne mit Ketchup gegessen. Hat voll eklig geschmeckt, weil danach voll schlecht irgendwie. Ja, boah. Das war richtig eklig. Oder man kann auch Marmeladenbrot mit einer Scheibe Käse drauf essen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas gegessen habt oder es gibt auch. Das habe ich jetzt noch nie probiert. Fischgaming, nein! Fischgaming? Gebüschgaming. Fischgaming. Das gibt es auch. Wie heißt es hier? Irgendwas mit Essigglück und irgendwas Süßes essen, zwar mehr Schwangere. Vielleicht habt ihr das auch schon mal ausprobiert. Ich habe es noch nie gegessen. Nee, aber das stelle ich mir irgendwie nicht so gut vor. Ja. Oder was gibt es denn sonst noch? Ich weiß gar nicht. Aber es ist irgendwas ja überlegt. Und es ist das aufgefallen, wenn wir mit anderen diskutiert über Essen, ja. Dann ist uns eben aufgefallen, dass wir ungefähr den gleichen Geschmack haben. Ich finde das voll interessant. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ob alle Zwerge den gleichen Geschmack haben. Wie zum Beispiel, was Steffi und ich gar nicht mögen, ist zum Beispiel, viele Leute essen zum Mittag wie zum Beispiel Apfelstrudel oder sowas Süßes. Oder keine Ahnung, Gürmknödel oder was gibt es sonst noch für Zeug? Also wir mögen das zum Beispiel überhaupt gar nicht, wenn dann nur zum Nachmittag oder so. Aber ja, von mir aus. Davon bin ich auch kein richtiger Fan. Oder was mögen wir noch zum Beispiel? Rosinen. Also auch Rosinen. Jetzt bleiben mögen nicht so viele Rosinen. Ne? Ob mögt ihr Rosinen? Also wir mögen es wahrscheinlich in so einem Kuchen oder so. Also so alleine Schokorosinen schmecken gut. Oder so geht es auch noch. Aber zum Beispiel in Kuchen oder so. Oh, ein absolutes No-Go. Oder Müsli ist auch irgendwie eklig, finde ich. Ja, das mag ich auch nicht so. Oder was haben wir noch gehabt? Wir hatten noch so ein paar Themen. Oh, es kommt die Eule. Oh, die Eule. Die kenne ich noch, weil die ist ziemlich. Die macht die nervig, weil die macht diese kleinen blauen Igel. Genau, das heißt sogar so. Ja, oder Michi und ich, wir sind auch zum Beispiel gar keine Fans von, ach so, von zum Beispiel, was weiß ich, Pilzen. Zum Beispiel von Pilzen sind wir keine Fans oder von irgendwelchen Früchten, die Körner drin haben. Ja, also wir kaufen so zum Beispiel immer Kirschen die. Zum Beispiel. Oh, ist da. Wir kaufen eben Trüffel da. Wir kaufen auch immer die Trauben ohne Kerne, das mögen wir nicht. Yeah. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das so seht? Genau. Ich hasse Pizza mit Pilzen, das ist unsere Aussage. Ja. Hier regnet es im Muskelbühne Pizza. Keine Panik, wir sind harmlose Pilzköpfe, jo Mann. Jo Mann. Eckdampel, weil die Verflicke ist Pilzspreu und bedeutet ich liebe dich. Mit Ausrufezeichen. Also das Eckdampel. Was sagt ihr da? König Pfifferling kann euch sicherlich helfen, wie ihr schon habt. Eckdampel ist Pilzspreu und bedeutet hast du meine Mark. Also ihr müsst auch das Ausrufezeichen oder auch das Fragezeichen behalten. Vergesst nicht einzukaufen, bevor ihr geht. Danke. Kann ich im Insider erfahren? Ich hatte das Eckdampel mit. Oh, Fragezeichen mal als WhatsApp-Status. Ja, Nanu, ihr seid aber seltsam, Pilze. Das weiß ich nicht, wieder, hä? Das hat gar nicht mehr geschnallt. Was ist das? Heißt das? Oh, voilà. Sorry, mein Fehler. Macht nichts. Oh, das ist ein besonderer Pilz. Das ist unser Lieblingspilz in diesem Spiel. Das ist grün und hat rosa Herzen. Und den gibt's uns irgendwie einmal. Vergesst nicht einzukaufen, bevor ihr geht. Willkommen im Pilzpalast. Hier wohnt unser König. Schau mal die Pilze, aber die sind schon süß, die Pilze, oder? Gehen wir es einkaufen, ne? Warum? Nicht was?
gegen die Pfifferlinge und sie ist halt essen wir keine Pilze, weil wir das schon als klein, ja, als kleine Girlies gespielt haben. Genau, stimmt's. Ist das kann ich euch helfen? Ich kaufe mal eine. Was da? Wolfsanzug 1, 2, 3. Dann die Fallenjacke. 1, 2, 3. Eine Stahlkappe. Stahlkappe heißt es nicht für unseren Boy. Ja. Und die Federkappe. Die Federkappe. 1, 2. Die gibt auch der Ninja-Kauz. Ja, das stimmt. Dann wollen wir gleich bekommen. Ja. Alten Zart verkaufen. Ja. Schlangenkitte. Zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Rüstung da haben, da haben die im für Jahreszeiten bald gar keine Chance. Schau mal, die aussieht. Das ist eigentlich sehr schön. Und sag mal die Kamera. Scheiße, ich sag schon wieder. So. Ja, und hier neben uns ist eben noch Ferdinand, ist mein Ballon. Michis Waldemar lebt noch, also ist ihr Wahlballon. Also haben wir auf einem Volksfest gekauft. Autsch. Ups. Und Ferdinand gibt ihm bald der Geist auf, aber ist schon, ich glaube, bald wird der schon. Drei Monate sind die schon. Drei Wochen sind sie. Entschuldigung, was soll ich denn? Also, ich weiß gar nicht. Also drei Wochen sind sie alt. Fast drei Wochen alt, glaube ich, oder? Auch da ist sie wieder zurück von der Gamescom kam, oder? Stimmt, da haben wir es am Sonntag gekauft, genau. Und es ist eben schon September. Sie leben immer noch. Finde ich sehr schön irgendwie. Dann geben wir halt Pferdl noch die Erde. Let's Play vorzukommen. Ja. Ich meine, wer hat schon einen Helium bei uns? Let's Play. Nur. Hallo. Okay, dann wollen wir mal zu König Pfifferling gehen, ne? Wollen wir den Haftversteck? Ah, ne, der hat das. Ist okay. Ja, wer hat sich auch wieder geschaut, was haben die Pilze? Ich habe einen weißen Drachen gesehen. Er sah richtig niedlich aus. Ja. Der Legende nach ist ein Mana-Drache, der die Mana-Festung zerstörte. Heute lebt in unserem Wäldern Tiere, die den Mana-Drache sehr kennen. Vielleicht habt ihr sie ja einmal über eure Köpfe hinweg gesehen. Ja, mir gesehen. Der Ritter König Pfifferling ist ein toller Herrscher. Meistens. Meistens! Unsere Vorfahren konnten auch Drachen fliegen. Weiße Drachen, glaube ich. Gerade gestern wurde ein solcher Drache in der Höhle im Norden gesichtet. Oh, okay, König Pfifferling. Gerade gestern. Hallo, du bist der Mana-Held, oder? Schön. Ich habe schon von dir gehört. Und auch wir haben hier Legenden. Legendenzeit. Dann auf dem Rücken des Drachens. Das ist die schöne Musik, die Schattenmusik. Das Schwert in der Hand. Rettet der. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hält das Mana-Land. Sehr schön. Du bist der Held von diesem. Von dem dieses Lied erzählt, ganz sicher. Schön, wir hätten einen Singer-Song. Ach so, gerade gestern sah jemand einen weißen Drachen, der mit einer Latte kämpfte. Nimm den Ausgang rechts im Erdgeschoss, um zur Höhle des Drachens zu kommen. Palast, ich weiß, wo der ist, doch findet erst den Drachen in der Höhle. Na, erzähle ich euch, wie ihr zum Palast kommt, Palast. Oh, und noch etwas. Oben habe ich etwas für euch. Was ist ein Palast? So ein Palast. Hä? Was ist ein Palast? Verstehe ich auch nicht. Was ist denn eigentlich das da? Das haben wir schon immer vergessen. Ich meine, sieht irgendwie aus wie so ein Gebiss oder Speeröppchen. Oder wie eine Krone. Speeröppchen. Oder das ist ein Steinkopf. Der ist so macht auf beiden Seiten, glaube ich. Stimmt. Oder ein Totenschädel. Okay. Oh. Da verstecken wir die Waffen. Und wolltest du nicht? Nee. Ach so. Echt? Die jetzt nicht mehr gemacht. Egal. Ich will nicht. Okay, passt. Okay, dann würde ich sagen. Ich glaub, das hier hatten wir schon mal unten. Okay. Jetzt können wir hier durchspazieren. Ja, ihr dürft passieren. Okay. Leute, dann würde ich sagen, da oben können wir uns speichern. Bis oben. Machen wir hier einen Schnitt. Dann war das jetzt der Part und es geht jetzt beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ferdinand! Ferdinand!